Hey zusammen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Heute müssen wir wieder einen DM und Rossmann haul, nicht irgendeinen DM und Rossmann haul, sondern einen XXXL haul. Das meiste ist tatsächlich DM, Rossmann habe ich nur ganz wenig gekauft und dachte ich mir, okay, mache ich dann für beides einen haul und keine, nicht extra für DM und Rossmann. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los, let's go. Und wir fangen auch mal direkt mit DM an. So, und zwar bei Pflege fangen wir an. Und zwar habe ich einmal... Leute, die sind komplett neu und die sind mir direkt ins Auge gesprungen und oh mein Gott, gab es so lange, also gab es die schon online und aber noch nicht im Laden und dann, oh mein Gott, dann war ich da und die hatten es einfach und zwar Balea Hydrogel Augenpads mit Hyaluron, Magnolienextrakt und Vitamin E. So sehen die aus, richtig schön. Also davor gab es ja solche im Soholi-Design und die sind sehr ähnlich, weil die waren auch so mit Glitzer und die sind aber jetzt nochmal... in so pink, aber richtig, richtig cool. Und ich freue mich so, ohne mal die auszutesten. Das sieht so schön aus. Und ja, ich finde Balea Eyepatches, also haben mich noch nie enttäuscht. Deswegen durften die immer mit. Und vor allem das von dem Design, also ich glaube, da muss ich nicht so viel sagen. Einfach ein richtiger Eyecatcher. Und dann habe ich außerdem noch eine Maske mitgenommen. Eine Tuchmaske, die auch ganz, ganz neu ist. Passend zum Sommer. Limited Edition. Juicy Melon. Steht drauf, spendet Feuchtigkeit. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Wassermelonen, Kernöl und Hyaluron für jeden Hauttyp. Und ja, ich liebe ja so Wassermelonen-Sachen, also ich generell, ich liebe Wassermelonen und das passt auch perfekt zum Frühling, Sommer. Deswegen durftet ihr auch direkt mit und dieses Packaging ist auch anders schön. Ich weiß auch noch so, erinnert mich ein bisschen, die hatten ja zwischendurch dieses Kurkuma-Packaging und auch mal so ein, das war mal so eine Maske, die war total eklig gestunken. Das war so eine Schokomaske und die war auch so ähnlich. Und das ist jetzt halt mal so ein Sommerdesign, mal richtig, richtig cool. Also das waren bis jetzt die schönsten, extravagantesten Packagings, so von diesen drei Sachen. Und das gehört da auf jeden Fall auch mit zu. Ja, und dann habe ich außerdem mitgenommen, noch in dem Bereich Pflege von Balea, eine Fußcreme, Set Your Mind Free. Da habe ich auch die Maske, dem einen Heu euch gezeigt und... Dann hatte ich davon noch irgendwas anderes mitgenommen. Und ja, genau. Das ist jetzt halt die Fußcreme dazu. Genau, das Deo hatte ich davon, die Tuchmaske und das ist jetzt die Fußcreme dazu. Dazu Set Your Mind Free. Und da gibt es jetzt auch eine Handcreme zu haben. Aber ich habe genug Handcremes. Ich kann mich damit totschlagen. Okay, mit Bodylotions auch. Aber das ist jetzt meine Fußcreme, aber was anderes. Und ich musste die einfach mitnehmen, okay? Deswegen dachte ich mir so, okay, Sis, nimm es mal mit. Ist natürlich auch wie eine Limited Edition mit dem Duft, mit dem himmlischen Duft nach Leichtigkeit. Ich finde das immer so blöd, wenn die da keine richtigen Beschreibungen hinschreiben, weil was soll man sich darunter vorstellen? So, I mean. Aber ich habe irgendwie online gelesen, was mit irgendwie Kirsche oder so. Nee, Birne und fruchtige Himbeere soll das duften. Rezeptur mit Shea Butter und Kokosöl, pflegt beanspruchte Füße intensiv. Leichte Textur lässt sich gut verteilen, sieht schnell einfach an himmlische Anpflege. Kann ich ja mal am Live-Test testen, wenn ihr darauf Bock habt, lasst mich das wissen. Und ja, wenn die gut pflegen würde, wäre ja natürlich nochmal doppelt nice. Auf jeden Fall, ja, Pflege ist über Füßen nochmal extra, also noch krasser im Winter, finde ich auf jeden Fall. Aber boah, das ist jetzt richtig, also ich werde hier auf jeden Fall aus, mal gucken, wie die so sein wird, ob die gut pflegt. Bin ich sehr gespannt drauf. So, dann habe ich außerdem noch mitgenommen in dem Bereich Pflege auch nochmal eine Creme, aber diesmal eine Körperlotion von Alverde. Auch eine Limited Edition wieder und hat einfach nach Sommer geschrien. Und zwar zarte Bräune verspricht das mit Bio-Pfirsich-Duft mit Recyclinganteil. Und ja, bin ich echt gespannt, ob das wirklich bräunt und auch ob das pflegt eben. Also Alverde muss ich sagen, bei den Schminksachen bin ich meistens nicht so begeistert gewesen. Aber hier bei Hautpflege fand ich bis jetzt Alverde immer ganz gut. Mal gucken, wie diese Bodylotion sein wird, ob die wirklich... ja, ob man da wirklich gebräunt aussieht, weil einige fanden die sehr gut und es war sehr zwiegespalten und andere meinten, dass man eher so orange davon wird, anstatt eine zarte Bräune bekommt, so als hätte man Karottencreme, sich mit Karottencreme eingeschmiert. Aber das werden wir auf jeden Fall nochmal austesten, mal gucken, ob das gut sein wird oder ob das ähnlich so gut performt. Aber es ist auch immer so eine Sache bei so Produkten, auch wenn jemand die zum Beispiel schlecht findet, es muss nicht bei jedem sein, weil jeder Hautton ist anders. Jeder Hauttyp ist anders und deswegen jeder Hautton auch. Und deswegen ist es bei jedem so unterschiedlich, you know. Ja, wenn wir austesten, bin ich gespannt drauf. So, dann habe ich außerdem noch mitgenommen, ist auch neu relativ, Balea Massageöl. Die hatten davor so ein, das hieß, glaube ich, Oriental Feeling, wie auch immer, keine Ahnung. Und das ist jetzt das Massageöl Paradise Dreaming mit exotischem Duft nach Blüten und Kokos und Leute, lieben wir. Also ich meine, Blüten und Kokos, das schreit einfach nur so nach Frühling und Sommer. Für jede Haut und Flasche aus 100% Recyclingmaterial.
Rezeptur, natürlich wieder ohne Mikroplastik, ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und ja, liebe ich. Also wenn ihr zum Beispiel auch, sage ich mal, einen Freund oder was weiß ich habe, oder zum Beispiel können auch zum Beispiel, I don't know, zum Muttertag oder so, wenn jemand seiner Mutter eine Massage schenken will, kann man auch dieses Öl sehr gut nehmen. Oder wenn ihr einen Freund habt oder I don't fucking know, dann kann man das auch ganz gut nehmen, so zum Massieren, was halt ein Massageöl ist. Aber finde ich ganz cool. Und das ist, glaube ich, auch, es pflegt auch, glaube ich. Und ja, hier ist an erster Stelle hier Helianthus Anus Seed Oil, was sehr cool ist. Also kein Alkohol oder sowas. Ja, deswegen, I like it. So, dann habe ich außerdem in dem Bereich Haaren ein paar Sachen mitgenommen. Einmal habe ich mitgenommen, ich habe ja davor von Planturen 20 dieses Koffeinserum benutzt und das war leer. Und ich wollte es mir nicht nochmal kaufen, da sehr viel Alkohol am Anfang halt stand und da ich jetzt nicht so den krassen Unterschied gemerkt habe, was das Haarwachstum betrifft. Also hier ist auch an zweiter Stelle Alkoholdenat. Und aber hier sollen wohl auch ganz gute Sachen drin sein, zum Beispiel auch Basilikum-Extrakt. Und Basilikum ist ja dafür bekannt, dass es das Haarwachstum stimulieren soll. Deswegen, ja. Es gibt auch dieses Rezilin, und da ist ja auch, soweit ich weiß, hier ist auch Basilikum eben mit drin. Und ja, deswegen mal gucken, wie das sein wird. Also steht jetzt drauf, Balea Men, aber das kann man natürlich auch als Frau benutzen. Also erfüllt denselben Zweck wie jedes x-beliebige andere Koffeinserum aus der Drogerie oder sonst generell, ja. Deswegen werden wir auch austesten. Bin ich gespannt drauf. So, dann habe ich außerdem noch neue Haarkapseln mitgenommen. Also ich hatte davor auch welche von DM. Die Mivolus, also vorher hieß es ja das Gesunde Plus. Die haben ja das, den Namen geändert, wie auch immer. Und die haben mich jetzt aufgebraucht. Und jetzt habe ich mir neue geholt, die ganz neu waren, die ich mal austesten wollte. Und zwar hatten die auch ganz gute Bewertungen. Also gab es noch nicht so extrem viele, die auch relativ neu sind. Aber die Bewertungen, die da waren ganz gut. Und zwar von Schäbens, Haut, Haare, Nägel, Beauty Complex, Neunfachformel mit Kollagen, Hyaluron, Q10, Zink, Retinol, Vitamin C für die Haut, dann für gesunde Haare, Keratin. Keratin ist ja ein großer Bestandteil der Haare, Biotin, B5 und B6 und kraftvolle Nägel, Silizium, Selen und Zink. Und aber Silizium, Selen und Zink sind es als auch für die Haut als auch für die Haare gut. Plus B1, B2, B3 Folsäure, Vitamin A und E, 30 Tabletten, nur eine Tablette täglich, was auch schon mal ein Pluspunkt ist. Und ja, also kann man nicht viel falsch machen. Glutenfrei, laktosefrei. Und ja, also ich liebe solche Tabletten. Also meine Nägel, die waren ja mal richtig brüchig. Dann habe ich mit so Haarkapseln angefangen und meine Nägel sind viel widerstandsfähiger geworden. Und ich hatte auch mal eine Zeit lang Haarausfall. Dann habe ich auch Haarkapseln genommen. Und der ist dann weggegangen, als ich Haarkapseln benutzt habe. Deswegen, ja. Am besten aber, ihr guckt vorher, klärt ab beim Hautarzt, ob ihr irgendeinen Mangel habt. Das ist dann natürlich, ja, aber richtig cool. Also ich liebe diese so Haarkapseln. Deswegen gucken, wie die sein werden. Bin ich gespannt drauf. So, dann habe ich außerdem noch einen neuen Highlighter mitgenommen. Und zwar ist das der Silky Baked Highlighter. So schaut er aus, das ist jetzt die hellere Nuance, das ist jetzt die 010, genau. Und ich hatte letztes Mal auch schon einen der neuen Highlighter mitgenommen, das war die 020. Das war dieser goldenere Ton, das ist jetzt eher der hellere Ton. Und beide habe ich jetzt, also beide werde ich noch austesten und mal sehen, wie die so performen werden. Aber ich habe gehört, dass die beiden sehr, sehr krass pigmentiert sein sollen. Also falls ihr so ein bisschen so in-your-face Highlighter wollt, dann sollen die wohl sehr gut sein, aber ich werde die auf jeden Fall nochmal in einem Live-Test austesten, beziehungsweise Make-up-Look. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, ja. So, dann habe ich von, das ist jetzt das letzte Produkt, was ich von DM mitgenommen habe, habe ich mitgenommen von Balea dieses Badesalz, You Are My Order Hive. Und da habe ich auch in dem einen Haul euch die passende Handcreme, habe ich gezeigt, die hätte ich da geholt. Und jetzt habe ich noch das passende Badesalz dazu. Und das ist also, das ist einfach so süß, auch zum Verschenken. Das ist so süß. Mit Lotusblütenextrakt und Kokosöl mit dem Duft nach Kokos. Ja, lieben wir. Also Kokos, wow, hat direkt nach meinem Namen geschrieben. Lotusblütenextrakt fand ich auch sehr interessant. Und das Packaging ist einfach, Leute, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Ist so, so heftig süß. Ja, hätte man, ja, könnte man zum Beispiel auch gut zum Muttertag verschenken. Also falls ihr noch keine Geschenkidee habt oder so, könnt ihr das auch da gerne verschenken. Da wird sich eure Mutti bestimmt sehr freuen. So. Ja, jetzt kommen wir zu Rossmann und da habe ich einmal mitgenommen, oh mein Gott, da gab es ja von gab es von Catrice und Essence, von Disney gab es
Schminkprodukte, Pflegeprodukte, Selbstbräuner, Self-Tanning Spray und auch noch so ein Shimmer-Gel, Body-Shimmer-Gel. Und das habe ich jetzt mitgenommen und halt auch ganz viele Make-up-Paletten und so und Bronzer, Highlighter und sowas. Ja, Blush-Highlighter. Und ich habe jetzt mitgenommen Body-Shimmer-Gel, Disney von Essence. Und das ist jetzt Patch von 101 Dalmatinern und da gab es das noch. Gab es das noch mit einem anderen Design, wo Mary drauf stand, ja. Und ich habe mich jetzt hierfür entschieden, von 101 Dalmatinern Patch. Und das ist der dunklere Goldton. Das andere Shimmergel war so heller und ich habe mich halt für das hier entschieden, da ich eher so einen mittleren Hautton habe und das dann eben besser passt. Und das andere ist eher, würde ich sagen, für hellere Haut. Und 100 Milliliter sind drin. Und hier steht nochmal drauf. Das ist die 02 London. Mit einer luxuriösen, leichten Textur und multidimensionalen Schimmerperlen spendet der Haut Feuchtigkeit und hinterlässt einen sommerlichen Kokosnussduft, der süchtig macht, okay? Vor Gebrauch gut schütteln. Ja, also das soll nach Kokos riechen und soll halt gut, schön Schimmer nehmen. Das hatte so im Sommer super schön. Ich hatte ja immer jeden Sommer immer solche, auch von Isana oder von Balea, so Schimmer geht. Und das ist jetzt eben das von Essence aus der Limited Edition. Mal gucken, wie das sein wird. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, dann habe ich außerdem noch Parfüm mitgenommen. Und Leute, ich habe halt in der Parfümabteilung geguckt, ob ich irgendwas Neues finde. Habe jetzt nichts gefunden, aber ja, an neuen Sachen, neuen Düften haben wir es mir das hier ins Auge gestochen. Leute, wer kennt das noch von damals? Das war wirklich damals eines meiner ersten Parfüms. Ich kann mich noch erinnern, dass das Vivi in ihrem Baby's Beauty Palace in einem ihrer Haul-Videos gezeigt hat. Und ja, also es war so, einige haben es geliebt, einige haben es gehasst, einige meinten, das würde so billig riechen. Und also auf dieser Seite von diesem Parfüm. Aber ja, ich habe es geliebt und es war so wirklich mein erstes Parfüm. Da war ich wirklich noch, ich keine Ahnung, da war ich 12 oder sowas. Deswegen, ja, durfte das einmal mit und ja, mal sehen, ob ich es immer noch mag. Ist halt so eine Kindheitserinnerung, I don't know, so eine Erinnerung halt, ne? Ja, und dann habe ich außerdem mitgenommen ein neues Piercing, und zwar Sterling Silber 925er und Ajong 925er. So schaut das aus. Ich hatte das schon zu Hause eben in Gold, also mit einem goldenen Herz, und hier ist es nochmal im Silber mitgenommen. Und ja, ich liebe ja Piercings, Ohrringe, wie auch immer. Ich habe ja auch, also ich habe hier eigentlich noch einen Tragus und ja, ich habe hier zwei Helix, richtig cool. Und ich hatte hier damals auch ein zweites Ohrloch, aber das ist mir zugewachsen, deswegen ja. Aber ich bin jetzt am Überlegen, mich hier noch ein Conch-Piercing stechen zu lassen, da ich hier, also die Seite so voll ist und hier noch fast nichts ist. Und deswegen dachte ich mir so, mache ich mir jetzt hier noch ein Conch-Piercing eben hin. Und ja, love it, fand ich sehr, sehr süß. So, Leute, das war's auch mit meinem DM und Rossmann heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genießt das wunderschöne Wetter, bleibt gesund und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!